Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Days Gone. Hier das Lager haben wir in der letzten Folge hier ausgehoben, da lebt jetzt keiner mehr von den Verbrechern. Die sind alle tot und auch ein paar Zombies, die sind auch nämlich tot und Wölfe sind ja auch tot. Also es ist ein zweites Massengrab. Wir haben ein Massengrab in der letzten Folge gefunden, ein wirkliches Massengrab. Da waren tausende von Leuten drin, alle, naja nicht alle, der Großteil noch verpackt in diesen Nero-Anzügen, in diesen Nero. Na, wie sagt man denn dazu eigentlich? Leichensack ist, glaube ich, das Fachwort dazu. Manche nicht mehr. Manche wurden schon zerfressen, manche Säcke wurden schon geöffnet und da wurde schon ein bisschen an den Leichen geknuspert von den Freakern hier. Hier könnt ihr jetzt auch ein bisschen knuspern, denn da sind wieder 9 weitere Leichen ganz frisch umgebracht für die Freaker. Die können sich da ein bisschen den Bauch vollschlagen. Mal gucken, ob die da wieder rumwandern. Kann ich mir mal vorstellen, dass das dann mit der Zeit auch kommen wird. Das war auf jeden Fall das Lager, um das wir uns in der letzten Folge gekümmert haben. Jetzt geht's weiter und diesmal geht's nicht mehr mit den Menschen weiter, sondern mit den Freakern. Zerstöre diese Nester. Erstmal, Bruder, die nächste Story-Mission. Räume das infizierte Gebiet beim Holzfällerlager. Mission auswählen. Wir bekommen wieder Erfahrungspunkte und auch Punkte für Copelands Camp. Und die sind ganz wichtig, denn dort müssen wir definitiv auch ein bisschen aufsteigen von Vertrauen her. Da sind wir noch auf einem ganz, 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 ganz niedrigen Niveau. Und ich denke mal, wenn wir die 6 Nester dann hier erledigt haben, wenn wir die 6 Nester niedergebrannt haben, dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Bevor wir dabei jetzt hingehen, würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz retour zu unserem Motorrad, damit wir uns das auch wirklich mitnehmen können. Es würde nämlich funktionieren, dass wir das quasi auch rufen, wenn wir das irgendwo geparkt haben und wir gerade nicht in der Nähe sind. Wo ist denn da hinten überhaupt? Was sehe ich denn da? Generatoren sehe ich da, ein ziemlich großes Gebiet. Ich denke mal, das werden wir so oder so später nochmal anschauen, wenn wir sicherlich noch irgendwann mal hinkommen. Anscheinend so ein Umspannwerk, habe ich das Gefühl. So, wo haben wir denn wieder geparkt? Irgendwo ganz weit weg. Kein Parkplatz mehr gefunden. Ausdauer verbraucht. Na, Glückwunsch. Hoffentlich greift jetzt keiner an. So, das sieht gut aus. Das kommt mir fast schon bekannt vor. Wenn jetzt noch irgendwo ein gleisender Zug... Da ist der Zug. Sehr gut, sehr gut. Und da ist das Massengrab. Da sind wir nochmal. Und vielleicht können wir uns ja das jetzt nochmal anschauen. Guck mal, da sind jetzt nämlich gerade keine. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen rumwandern. Alter Falter. Hier sieht man noch das Blut. Und natürlich auch die Fliegen. Wo Leichen sind, sind auch Fliegen. Alter Falter. Krass, 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 krass. Und überall Dreck und Schlamm. Gestein und anderes Gedöns. Na gut, die liegen ja mittlerweile auch schon über 700 Tage hier. Alter Falter. Echt, echt, echt krass. Und damals anscheinend sogar noch mit diesen... Noch ein Nero-Mikrorekorder. Oh. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Ach, der hier, den habe ich ja gar nicht gesehen. Damals anscheinend noch mit diesen Baggern hier, die Gruben... aufgegraben und dann sollten die vermutlich zugeschüttet werden, aber dazu ist es dann anscheinend nicht mehr wirklich gekommen. Ein Rekorder. Feldnotizen 1381. Meldung von Agent Sinclair. Ich bin bei Leichendeponie 13 Beta und überwache das Abladen und die Entsorgung der Fracht. An den Gestank gewöhnt man sich nie, oder? Die Züge sind nonstop unterwegs und alle Deponien sind annähernd voll ausgelastet. Ich habe um Freigabe von weiterem Gebiet in Bundesbesitz gebeten, aber die Sesselfurzer in DC gehen schon gar nicht mehr ins Telefon. Schätze, die haben Wichtigeres zu tun. Anmerkung an Perkins. Ich hatte recht, Arschloch. Ich weiß, am Anfang haben wir es verbockt, die Deponie hier zu planen, statt drüben bei 13 Alpha, aber das hat geklappt, oder? Weißt du noch, wie ich argumentieren musste, um den Platz hier als Plan B zu behalten? Ich wusste, dass es schlimm wird, aber niemand hat mir geglaubt. Ich schätze, jetzt glaubt ihr mir alle. Ja, wir glauben dir. 13 Bier. Also es gibt hier mindestens noch 12 andere.
Alter Falter, guck mal, sieht ja fast noch frisch aus hier oben. Also hier nicht, aber da. Und wohlgemerkt, das sind nur die... Ein Hirsch läuft über die Straße. Vor 2 Jahren wäre der plattgewalzt worden. Vor allem, das sind hier nur die noch offenen Stellen. Da sind bestimmt auch schon wieder welche zugeschüttet worden. Es hat halt zeitlich nicht mehr funktioniert, alle zuzuschütten, weil die alle irgendwann verreckt sind. Oder es ist eben... Oh, guck mal, da oben ist ja der Hirsch. Oder es ist irgendwann mal eine Horde hier durchgebrochen. Ach du Scheiße. Echt, echt, echt krass. Muss man mal zugeben. Echt, echt, echt krass. Habe ja irgendwann vor ein paar Folgen schon gesagt, ich vermute mal, es wird irgendwann mal soweit sein, dass es Spiele gibt, wo man quasi Gerüche implementieren kann, wo man hier dann quasi steht und nicht nur die frische Waldluft riecht, sondern eben auch das hier. Also jetzt nicht unbedingt direkt von einem Massengrab den Geruch genommen, aber ganz ehrlich, einfach ein grindiger Geruch. Wenn hier einfach ein grindiger Geruch von verbrannten, naja, gut, verbrannt jetzt nicht wirklich, aber von verfaultem Fleisch herumliegt. Vermute mal, auch das wird irgendwann mal kommen. Vermute mal, auch irgendwann wird es Spiele geben, wo man dann auch einen Geruch dabei hat. Es gibt ja mittlerweile schon in den Kinos vereinzelt Seele, wo man quasi, ich glaube 4D oder so heißt das, wo sich der Sessel mitbewegt und man hat auch die Gerüche drin. Und ich vermute mal, irgendwann mal, wenn sich vielleicht auch VR ein bisschen weiter ausbreitet, das ist ja doch noch ein bisschen in die Kinderschuhen stecken geblieben. Und ich vermute mal, irgendwann mal werden wir dann hier stehen und sagen, boah, Massengrab, oh Gott, wie es hier riecht. Jetzt können wir nur uns vorstellen, wie das hier gerochen haben könnte. Naja, wird bestimmt noch ein paar Jährchen dauern, übermorgen wird es noch nicht der Fall sein, aber irgendwann mal werde ich das hoffentlich noch erleben. Nicht, dass ich jetzt unbedingt ein Massengrab gerne riechen würde, aber generell glaube ich, dass sich Spiele noch sehr, 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 sehr weit entwickelt werden. Steinpilz. Wir gucken mal die Entwicklung des Steinpilzes an. Ein Pilz mit einer großen Kappe. Er wird häufig zum Kochen verwendet und gilt mancherorts als Delikatesse. Sehr schön, sehr schön. Befindet sich auch in unserem Repertoire jetzt mit dabei. Und dann gucken wir mal. Das haben wir uns in der letzten Folge angeguckt, aber ich würde ganz gern Lachgasboost. Was? Ohne Lachgasvorrat kannst du keinen Boost durchführen. Kaufe eine Verbesserung bei einem Campmechaniker. Sobald du damit ausgestattet bist, kannst du dich durch Drücken von Alt einen Boost ausführen, wenn du auf deinem Bike sitzt. Ich vermute mal, das werden wir dann tun können, wenn wir bei Copeland's Farm Level 2 freigeschalten haben. Ich würde ganz gerne mal gucken, ob wir vielleicht hier noch was mitnehmen können. Na immerhin, eine Flasche können wir jetzt mitnehmen. Das haben wir uns schon angeschaut, das Gerippe liegt hier noch rum. Da hat wohl irgendwann mal jemand hausiert und wurde dann verspeist in der Nacht. Unweit des Massengrabes. Da wollen wir hin. So, ich halte mich mal an die Wegmarkierung. Und diesmal jump ich hoffentlich nicht von irgendwo ganz oben hinab und dann, weißt du schon, haben wir gleich wieder einen Motor, der im Arsch ist. So wie letzte Folge. Ich glaube, das war ja irgendwo hier, oder? Da, glaube ich, war das. Sind wir runtergejumpt? Hat ja gut funktioniert. Das war ja auch gar nicht geplant, da runter zu jumpen. Das war eher Mittel zum Zweck. Da waren wir schon dabei. Was haben wir hier? Kann man da vielleicht ein bisschen Schrott mitnehmen oder zumindest hinten nachgucken? Wie viel Schrott können wir mitnehmen? Ich glaube, da sind wir schon voll mit den 10. Jo, da sind wir voll. Würde ich gerne mitnehmen, First Aid, ein bisschen was für die Medizin, aber wir haben schon 8. Leider nichts mehr für uns dabei. Ein Holzlager, ein verunglückter Truck. Na gut, bei dem können wir sicherlich auch nichts machen und da unten müssen wir hin. Guck mal. Ich würde sagen, wir parken mal hier. Wir müssen zwar nicht unbedingt unser Motorrad im Gebüsch parken, das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir es tarnen müssen. Aber egal. Okay, hier ist es. Ja. Oh, das Camp ist voll von denen. Ja. Geh zu Fuß rein. Schön leise. Das Camp ist voll von denen. Ich sehe ja gar keinen einzigen. Von welchem Camp redet der denn? Ich ziehe mal nur die normale Waffe. Also die noch mehr von euch? Pistole. Yep. Hä? Noch mehr von euch? Da ist doch niemand. 2 und 9. Starker Regen. Also 14 und 9.
Das geht bestimmt schnell hoch. Was redet der Mann? Hier ist niemand. Das Einzige, was hier ist, sind die Nester. Und dann kommen die natürlich. Aber so ist hier einfach überhaupt niemand. Ziemlich viel Holz liegt hier rum. Oh, ein Huch! Freaker-Infizierungen. Freaker-Infizierungen sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Verbrenne alle Nester bei einer Infizierung, um einen Schnellreiseweg zu eröffnen. Cool. Ach, ja, ihr würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ich glaube, ihr kommt ein bisschen mit den Sätzen hier durcheinander. Und natürlich befinden wir uns mitten in so einem Gebiet. Na, herzlichen Glückwunsch. Zerstöre die Nester. 6 Stück sind es an der Zahl. Ja, der lebt auch nicht mehr lang oder hat nicht lang gelebt. Da liegen überall nur noch Skelette rum. Gott verdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Wahrscheinlich mal ein ursprüngliches Nest früher. Mich wundert es ja, dass die sich überhaupt solche Nester bauen. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Und da haben wir ein neues. Es wundert mich, dass sie sich solche Nester bauen. Das ist die reinste Todesfalle. Oh, da sind da sogar mehrere, ne? Super. Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Alter Falter. Da wurde heftig gefressen und dann bauen sich diese Nester. Aber ganz ehrlich, die sind so primitiv, zumindest von der Bewegung hier. Dass die sich solche Nester, solche Zufluchtsorte hier bauen, wundert mich schon ziemlich. Ich meine, das ist ja doch schon relativ komplex gebaut hier. Ziemlich viele Äste, ein bisschen anderes Gedöns, das sie hier so gefunden haben. Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn wir den jetzt hier hochjagen, vor allem, weil es da mehrere gibt. Alter Falter, da oben geht es anscheinend weiter auch noch. 1, 2, 3, die sind alle hier drin. Eieieiei. Da hinten auch noch, und das ist ja riesig. Guck dir mal das hier an. Oh Gott. Wie nah können wir denn da eigentlich rangehen an das Ganze? So wirklich hören tut man ja nichts. Man sieht auch nichts, dass sich da irgendwann was bewegt oder sowas. Sie sind halt alle irgendwo da drin und schlafen da anscheinend gerade. 1, 2, 3, 4 Nester haben wir alleine hier drin. Ich würde sagen, wir fangen da erstmal mit einem an. Wir fangen mit einem an. Okay. Feuer frei. Gehen nach draußen und holen uns dann die anderen. Oh, die kommen ja von oben auch. Alter, Falter! Okay, ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? Ja, noch genügend. Kommen die hier rauf? Natürlich kommen die hier rauf. Was für eine Frage überhaupt. Alter, das war gerade mal 1 von 5. Na, herzlichen Glückwunsch. Da haben sie genau die richtige Mission gesucht. Eins von fünf. Gut, wir haben mit dem größten begonnen. Vielleicht ist das irgendwie eine Hilfe. Alter Falter. Okay, ich glaube, bevor wir da drüben weitermachen, gucken wir erstmal, ob wir ein bisschen Muni finden. Hier sieht's ja aus. Jetzt gucke ich erstmal, ob wir dort vielleicht irgendwas finden können. 1 von 5. Ne, hier gibt's genau gar nichts. Alles niedergebrannt jetzt. Na gut, so weit nach hinten geht das gar nicht. Ich dachte, da kommt noch ein Raum oder sowas, aber da kommt genau gar nichts.
Guck dir mal an, da liegen noch die Gedärme rum und so weiter und so fort. Na, Glückwunsch. Allein hier hätte man wieder so einen Geruch gebraucht. Wie sieht's da oben aus? Also ist das nächste Nest schon wieder. Na, super duper. Okay. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ich stelle direkt mal noch so einen Molotow her. Granaten können wir auch noch mal herstellen. Oder auch nicht? Nee, können wir noch nicht. Wir haben nur eine einzige gesammelt bisher. Aber wir können uns das Kerosin zumindest mitnehmen. Den Lappen auch. Und dann würde ich sagen, bevor wir da die anderen Nester hochnehmen, gehen wir erstmal ein bisschen auf Munitionsjagd. Denn ich glaube, sonst werden wir das relativ schlecht überleben. Mit den roten Kanistern hier wahrscheinlich. Mit den Treibstoffkanistern. Da können wir drauf schießen und dann jagen wir ein bisschen was in die Luft. Vielleicht sollten wir die nutzen. Da haben wir ja auch ziemlich viele rumstehen. Wenn die direkt hochgehen, dann mal drauf schießen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Nicht, dass die irgendwie erst losbrennen. Weil dann müssen wir das natürlich ganz anders timen. Okay. Oh, in der Hütte muss ein Nest sein. Ja, wo ist denn hier kein Nest? Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Kommt hier raus, wenn wir hier uns blöd verhalten? Die müssten uns ja theoretisch schon riechen, wenn wir da rumspazieren. Na, hallo, hallo, hallo. So, aber jetzt. Alter Falter. Wie viel Muni haben wir da jetzt gerade verschossen, bitteschön? Wir hätten, glaube ich, nochmal einen Stopp einlegen sollen. Bei unserem Unterschlupf. Eine coole Axt. Hat ziemlich wenig Schaden, dafür ein bisschen mehr Haltbarkeit. Nee, nehme ich nicht mit. Für das, dass wir die Axt, die wir jetzt haben, eigentlich noch überhaupt nicht verwendet haben. War da nicht irgendwo ein Polizeiauto? Habe ich das nicht gesehen vorher mal? Ein Abschleppwagen. Da muss es doch irgendwas geben. Es gäbe... Naja, gut. Ein bisschen was für unseren... Für unser Bike. Zum Nachtanken. Der Gabelstapler ist auch ziemlich nichtssagend. Da drüben hätten wir noch einen Pickup. Hier hätten wir auch noch welche. Mal gucken, ob wir da irgendwo Munition oder sowas drin finden. Die Nester haben wir ja an sich jetzt schon alle bis auf eins entdeckt. Hier könnten wir auch Glück haben. Guck mal, ich glaube, die haben den da umgebracht. Die haben den mit dem Kofferraum umgebracht. Entzweit quasi. Ist jetzt die Frage, war das vorher ein Mensch oder war das auch schon ein Freak? Oder Freaker. Ich denke mal, es war auch schon ein Freaker. Und die haben den dann hier entzweit im Kofferraum. Na, Glückwunsch. Da ist nix. Holz. Uah. Okay, ich glaube, die kommen jetzt wieder raus. Wie spät haben wir es denn? 5.16 Uhr. Na, super. Gerade das haben wir ja noch gebraucht. Weit und breit nichts, keine Munition. Eine schöne kleine Hütte hier, aber sonst nichts zu finden. Da oben vielleicht? Achso, da waren wir ja gerade drin, oder? War das nicht mit dem Nest da oben? Ne, das war was anderes. Doch, natürlich waren wir hier gerade drin. Oder auch nicht? Sieht aus, als wenn da Hautfetzen runter... Wie wenn da Hautfetzen runterragen würden. Richtig ekelhaft. Okay, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da rennen jetzt nämlich schon wieder ein paar rum. Guck mal, 1, 2, 3, 4 und wir haben gar kein Nest hochgenommen. Da ist das Polizeiauto. Da gehen wir direkt mal hinten gucken. Ob da eine schöne Ammo-Box drin liegt. Und das ist der Fall. 6 Schuss und 6 Schuss. So, dann ducken wir uns ein bisschen, laden direkt mal nach. Das kleine, also kleine jetzt nicht wirklich unscheinbare Holzfällerlager. Alter Vater, die sind ja überall. So, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich hole mir sie das nächste Nest.
gefällt euch das? Hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon. Oh ja, warte mal. So, und jetzt müssen wir das irgendwie anders lösen. Nest zerstört, na immerhin. Und gucken, dass wir die dahin lotsen, wo diese roten Fässer stehen. Wo sind die denn überhaupt? Da kommt ja gar keiner. Nest zerstört, aber es kommt keiner. War da vielleicht gar keiner drin? Da haben wir das nächste Nest. Na gut, Jungs und Mädels, dann mal los. Okay, da kommen aber welche raus. Vielleicht schaffen wir das, uns zu verstecken. Da wäre übrigens so ein rotes Fass drin. Eieieiei, wie viele haben wir denn überhaupt jetzt mittlerweile? Schon 3 von 6. Gerade mal die Hälfte und es wird Nacht. Ja, toll. Dafür haben wir jetzt eine ganze Armee von denen da rumlatschen. Warte mal, ich glaube, das ist ja der richtige Busch, den wir brauchen. Jo, das ist der. Ein schönes, großes Holzfällerlager, das muss man zugeben. Die haben da sicher gut wirtschaften können. Ein paar Lager haben wir hier rumstehen, ziemlich viele Häuser. Da sind dann schon die fertigen Holzpaletten, Holzbretter. Und jetzt ist das zu sowas hier verkommen. Wo sind die denn da drin? Ah, da drüben, okay. Warte mal, was liegt da hinten? Ein Lappen. Und eine Bierflasche. Wahrscheinlich leider ohne Inhalt. Sehen wir das eigentlich hier auch tatsächlich, wo die Nester sind? Da drüben. Da drüben haben wir noch alle drei. Bin nur am gucken, dass ich zumindest mal eins von diesen roten Fässern im Auge habe, falls wir in einen Kampf kommen sollten, dass wir uns wissen, wie wir uns zu helfen, zu helfen haben. Da vorne wäre einer, den können wir glaube ich sogar ausschalten. Vorausgesetzt, es bleibt bei dem einen. Okay, so geht's auch. Sogar ohne Fass. Da ist auch einer drin. Er sieht aber auch ziemlich verunstaltet aus, wenn du mich fragst. Ich würde den natürlich einfach so gerne umbringen. Ich glaube, wir müssen die sogar alle umbringen später mal. Einfach nur wegen den Schwärmerohren. Da bekommen wir ja ein bisschen Ansehen dazu. Ein bisschen mehr Vertrauen bei Copelands Camp. Hätte ja eigentlich keine Nachteile, wenn wir uns die nach und nach hier holen würden. Und am besten natürlich, wenn es eine kleine Armee ist. Und wir schießen dann auf so ein rotes Fass da drüben. Wie beispielsweise hier. Nur sind es halt nur zwei. Wenn überhaupt. Vielleicht treffen wir auch nur den einen. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig, ganz ehrlich. Vielleicht holen wir uns mal den da. Oh, da ist ja noch jemand.
So, 95%. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft gut. Da sind die Generatoren. Wir sind schon im hinteren Teil, denke ich mal, angekommen. Und da wurde das geliefert. Guck mal, da sind die Bahngleise. Da wurde das Holz geliefert von den umliegenden Wäldern. Ich meine, da haben wir ja genug. Dann da abtransportiert. Bis schlussendlich da hinten alles verarbeitet wurde zu Holzbrettern, Holzpaletten. Also ein riesen, riesen, riesen Holzfällerlager. So, da haben wir die nächste Kundschaft. Da drüben sind auch welche. Ich würde mir ganz gern wieder ein so ein Nest hier schnappen. Damit wir da jetzt nicht tatlos dran vorbeigehen. Sondern zumindest ein bisschen was wieder machen können. Aber nur eins. Nicht, dass dann gleich da 1000 Leute rauskommen. Da heiz ich euch ein bisschen ein. Genau. Strom kostet ja nichts mehr in dieser Welt. So, wo rennt denn der hin? Oh, die kommen ja zu uns. Oh, fuck. Und jetzt haben die uns entdeckt. Es ist aber, glaube ich, nur der eine. Oh, der ist ausgewichen, Alter. Hast du es gesehen? Der ist dem Pfeil ausgewichen. Der hat was drauf. Boah, interessant. Cool, cool, cool. Räume das infizierte Gebiet beim Holzfällerlager. Das war tatsächlich nur der eine. Dafür haben wir jetzt natürlich noch ein paar andere rumlatschen, die angelockt wurden. Einmal, zweimal. Den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns. So, 96%. Wir nähern uns der 100er. Was haben wir denn da noch? Da gucke ich auch noch mal ganz kurz da drüben. Intruders will be shot. Eindringlinge werden erschossen. You're not welcome here. Wo denn? Hier drin im Zug? Na, dann werde ich ja schon erschossen. Gibt es ja eine Selbstschussanlage vielleicht? Sun River Falls. Ein Weg zur Hauptstraße. Oh. Intruders will be shot. Oder eben auch erhängt. Da hängt noch die Lok. Und die hängt schon ziemlich lange da. Da hängt auch nur noch der Kopf. Ohne viel Fleisch dran. Genauso wie da vorne. Alter Falter. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit vom Missionsgebiet weggehen, aber das will ich mir doch mal ganz kurz anschauen. Ein Camp voller Herumtreiber. Ihr seid die Arschlöcher, die mich überfallen wollten. Ach so, na dann gehen wir da gleich wieder weg, wenn wir da eh nochmal her müssen. Ein anderes Camp, direkt daneben, na super. Da unten nochmal eine Tafel, habe ich hier gerade gesehen, ist eine Tafel. High Desert. Building a sustainable future one tree at a time. Logging. Ein Baum nach dem anderen. Blieb mir nichts anderes übrig, leider Gottes. Und das hat anscheinend auch von den anderen nicht wirklich jemand gehört. Zum Glück. Ja, iss nur an deinem Kollegen, iss nur. Kannst dich gleich dazulegen. 97% mittlerweile.
Und ich glaube, jetzt haben wir wieder ein bisschen die Umgebung geklärt. Das heißt, wir könnten uns das nächste holen. Lager 5 von 6 dann mittlerweile schon. Oder Nest 5 von 6, besser gesagt. Ein paar haben wir da noch rumstrawanzen. Und ich vermute mal, wenn wir die Nester alle ausgehoben haben, wird dann die Mission aktualisiert. Und dann heißt es, töte alle verbleibenden Freaker. So, direkt mal zwei Molotovs herstellen. Damit wir da wieder voll sind. Jetzt haben wir schon keine Utensilien mehr. Nummer 5. Das wird euch aufwärmen. So, und schnell mal irgendwo das Weite suchen. Ah, guck mal, die da drüben frisst auch. Oh, das sind mehrere. Die da drüben frisst auch gerade. Die können wir uns auch holen. Der ist eh weit entfernt. Das ist ja eine leichte Beute. Zack. Hört sich ein bisschen an, wenn die kotzen möchte. Okay, die verzieht sich aber. Gut, ich glaube, das da oben ging halbwegs gut. Ohne gröbere Komplikationen. Dann holen wir uns jetzt nochmal das letzte Nest. Oder 5 von 6 haben wir. Dann holen wir uns jetzt das letzte Nest. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Stachelige Bärentraube. Kennen wir die schon? Ist eine gute Frage. Stachelige Bärentraube. Sagt uns die schon was? 30% beim Kräuterkunde? Ich glaube schon. Stachelige Bärentraube. Sieht aus, wie wenn wir die kennen würden. Ha, da ist doch wer. Guck mal, Besuch. Von außerhalb. Wir hätten zur Not das rote Fass gehabt, aber das ist dann wieder so laut, wenn das explodiert, dann haben wir gleich vielleicht 5 andere da stehen. Das wollte ich vermeiden. Hat funktioniert. Ich bin ja ein Freund vom Nahkampf. Ein Freund vom Leisesein und ein Freund vom Nahkampf. Am besten so ein Schalldämpfer oder sowas. Das hätte ich ja liebend gern. Spielt's leider noch nicht. Da sieht's ja fast jetzt grindiger aus als vorher. So, und ich glaube, das Letzte, das uns, das noch auf uns wartet, beziehungsweise das noch auf die Zerstörung wartet, ist das da oben. Und dann schnell raus. Aua. Und das sollte das Letzte gewesen sein. Räume das infizierte Gebiet, zerstöre den Nester. 3000 DP dazu bekommen und sind bei 8300 von 8300 mindestens. Koblenz Camp, mittlerweile schon aufgestiegen auf Level 2. Jetzt geht's weiter mit 12.500 Punkte, die wir im Vertrauen bekommen müssen. Na, herzlichen Glückwunsch, da haben wir also noch einen langen, langen Weg vor uns. Erst mein Bruder, auch aktualisiert auf 29%, 15% der Infizierungsbeseitiger. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Na, endlich. Und das nächste Nest brennt. Fahre zur Position aus dem Nichts. Neuer Fertigkeitenpunkt. Usa, das ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey, Dick. Wie war's? Gab's da viele von denen? Naja, es lief ganz gut. Deshalb wollte ich sie erledigen, solange es dunkel ist. Ein paar waren trotzdem verdammt stark. Ja, Kälte macht sie stärker. Das wusstest du. Ja, Busa, das wusste ich. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Ich glaube, dem Busa geht's überhaupt nicht gut. Dicken Ende. Ich glaube, dem geht's überhaupt nicht gut. Der ist entweder total übermüdet und kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, weil er vor Schmerzen gar nicht schlafen kann. Na, gucken wir, wer uns da besucht. St. John, hier ist Copeland. Ich habe Busa länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist sein Kumpel. Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cope vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Copeland Ende. Ja, ich glaube, das machen wir aber dann lieber erst, wenn er wieder auf zwei gesunden Beinen steht und nicht jetzt. Das wäre ein bisschen hirnrissig, wenn wir den jetzt da quer durch die Welt schicken würden. Selbst mit unserem Schutz.
Aber ganz ehrlich, selbst wir stehen ja noch am Anfang. Einen Fertigkeitenpunkt haben wir freigeschaltet. Da gucken wir direkt mal ins Fertigkeitenmenü. Da war ich, glaube ich, noch nie drin, oder? Waren wir hier schon mal drin? Inventar, Fertigkeitenmenü. Fertigkeitsstufe 4 sind wir und 2 Punkte haben wir. 28% von der Mission hier anscheinend erledigt. Befreiungskünstler, wir waren hier schon mal drin. Wir waren hier schon mal drin. 2 Fertigkeitenpunkte können wir eintauschen. Erledige kleinere Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Das klingt sehr gut. Haben wir hin und wieder mal das Problem, dass wir quasi attackiert werden von denen und mit E uns dann befreien und stoßen die aber einfach weg. Das würde sich mit dem hier rentieren, dass wir dann quasi direkt einen Gegner weniger hätten. Würde uns einen Punkt kosten. Genauso wie das hier, die Fähigkeit Kampfwaffen mit Schrott zu reparieren, Feldreparaturen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste, was wir brauchen. Wir kommen in unserer Nahkampfwaffe und mit unserem Messer natürlich mindestens so gut aus wie mit unseren Waffen. Fast sogar einen Tacken besser, weil der Nahkampf halt immer sitzt und mit der Waffe nicht unbedingt jeder Schuss wirklich auch ein Treffer ist. Also von dem her, weiß ich nicht. Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren, wann müssen wir die denn reparieren? Das Messer ist ja eh ein Tool, das nie kaputt gehen kann. Das Einzige, was natürlich kaputt gehen kann, ist unsere Axt, aber die verwenden wir ja so oder so nicht, also noch nicht. Da warten wir mal lieber. Da bin ich eher beim Befreiungskünstler, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, was wir hier haben. Konzentrierter Schuss. Beim Zielen mit einer Fernkampfwaffe Konzentration zu aktivieren. Tutorial ansehen. Achso, das kennen wir ja eh schon. Beim Zielen mit der Maus. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt. Ob das jemals der Fall war? Kampf und Flucht. Ziele in der Bewegung präziser mit einer Fernkampfwaffe. Klingt auch nice. Teufelskreis, die Fähigkeit auf einen Nahkampfangriff, einen Fernkampfangriff folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen. Klingt auch gut. Was haben wir im Überleben? Auge fürs Detail, verlängert die Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebenssicht. Ja. Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt, Falkenauge. Ja. Bietet die Chance, manche von deiner Armbrust abgefeuerte Bolzen wieder aufzunehmen. Jo, Dorn im Auge, definitiv. Aber ganz bestimmt. Du sammelst Armbrustbolzen in deiner Nähe automatisch auf. Halte die rechte Maustaste gedrückt und tippe die linke Maustaste an, um die Armbrust zu benutzen. Geil, geil, geil. Das war zum Beispiel was, habe ich glaube ich nicht erwähnt gehabt im Let's Play, aber das war zumindest was, das hat mir bisher echt gefehlt, dass die Bolzen wiederverwendbar sind. Dass wir die nicht nur einmal abschießen können, natürlich kannst du wahrscheinlich nicht alle wiederverwenden. Also wenn wir da 10-mal schießen, bekommen wir nicht 10 Bolzen wieder zurück. Aber vielleicht 5, vielleicht die, was keine Treffer waren, die, was noch in Ordnung sind, die, was nochmal abgefeuert werden können, die sacken wir uns wieder ein, sparen Ressourcen und wir können länger schießen, weil wir uns nämlich selbst jetzt wieder neue Bolzen herstellen können. Einerseits durch Crafting, durch die Feder-Dingsbums, durch dieses Holz und andererseits durchs Wiederaufklauben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Und da würde ich sagen, nehmen wir das hier im Nahkampf, oder? Befreiungsschlag klingt auch ganz gut. Was haben wir hier gesagt? Ach, die klingen auch ganz gut. Ziele in Bewegung, präzise mit einer Fernkampfwaffe. Klingt auch ganz gut. Ich nehme jetzt erstmal den Nahkampf und als nächstes würde ich sagen, machen wir das dann mit der Fernkampfwaffe. Würde ich sagen, ist die beste Herangehensweise an das Ganze hier. Töte deinen Angreifer, indem du R drückst, wenn du dich aus einem Kampf befreien konntest. Machen wir, wenn es dann wieder soweit sein sollte. Okay, fahre zur Position aus dem Nichts. Die Frage ist jetzt, müssen wir hier noch irgendwas clearen oder so, oder passt das jetzt schon? Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, da haben wir alles erledigt, was wir erledigen können. Das war also das Holzfällerlager. Das Holzfällerlager, das damals, als hier noch Betrieb war, sicherlich sehr, 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 sehr gut wirtschaften konnte. Man sieht ja, hier ist Holz noch und nöcher. Da drüben sind stapelweise Holz aufgeschichtet, auch hier. Und da hinten haben wir ja gesehen, werden Holzpaletten draus und ganz normale Holzbretter für den Hausbau und so weiter und so fort. Also eine coole Location, definitiv, leider eben durch die Freaker besetzt, aber mittlerweile haben wir ja das, glaube ich, gut gelöst. Alle 6 Nester ausgelöscht und dann würde ich mal sagen, machen wir eine kurze Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hier von Let's Play Days Gone und dann gucken wir direkt mal auf die Karte, was die mit denen als nächstes machen. Da oben wird es weitergehen mit der Jagd auf Leon, warum auch immer ich die markiert habe, weiß ich gar nicht, Mission abwählen, das ist nämlich ziemlich, ziemlich weit entfernt noch. Die nächste Mission wäre quasi die hier schon, das Hinterhalt-Camp, das wir ja gerade eben gesehen haben, als wir über die Brücke
gegangen sind. Und ich glaube, das ist auch was Gutes dann für die nächste Folge. Mache das Hinterhaltcamp ausfindig in Horse Creek, ein neues Hinterhaltcamp, bringt uns wieder 800 Vertrauen bei Copelands Camp, 1500 XP und ein bisschen Geld und ein Herstellungsrezept ist da auch mit dabei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir hier auch noch eine Mission für die Fahrtrüsten. Mache den Drifter ausfindig, voll auf Droge. Zusätzliche Storys, die Kopfgeldjäger, beginnen wir damit. Und Copelands Camp nochmal 1600 obendrauf, erfordert ein Bike. Wir müssen hier also mit unserem Bike aufkreuzen, das steht ja hier. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem zuerst mal in der nächsten Folge hierhin, dieses Hinterhaltscamp erstmal clearen. Dann ist das erledigt und dann können wir hier weitermachen. Na gut, mal gucken, wie es denn in der nächsten Folge wirklich ablaufen wird. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Folge hier von Let's Play Days Gone und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss!